Hi Leute, willkommen zurück bei Forza Horizon 2. Willkommen zurück in Frankreich, in Sisteron, wo uns das allerletzte Rennen unserer 90s Rallye-Meisterschaft erwartet. Ja, zwischendurch ein bisschen Multiplayer gehabt, deswegen auch schon ein bisschen aufgestiegen und auch neue Wheelspins verfügbar. Und ich würde sagen, als Begrüßung heute werden wir erstmal diese Wheelspins abholen, beziehungsweise mal gucken, was wir da gewinnen. So, der Driver hat natürlich wieder ein bisschen was gewonnen. Ansonsten, ich weiß immer noch nicht so wirklich, wo ich die Crew machen kann, beziehungsweise wann das freigeschaltet wird, denn der Clubs-Bereich ist einfach bei mir ausgegraut. Ich weiß nicht, woran das liegt, wo man sich das abholen muss. Wir können nochmal hier schnell schauen. Turn 10 Nachricht, monatliche Belohnungen sind da, wegen dem Forza-Gedönse. Ja, warte mal, aber das ist alles ein bisschen verwirrend, finde ich. Da, hier sind die Forza-Belohnungen. Haben wir jetzt Geld bekommen? Oh, warte mal, was geht denn jetzt auf? Forza Hub. Ah, okay, den muss ich mir wahrscheinlich... Ah, alles klar. Muss ich mir wahrscheinlich erst installieren und dann kann ich hier auch die Belohnung abholen. Das ist eine Sache, die ich mir nochmal anschauen werde. Ansonsten haben wir zwei Wheelspins. Einmal Go und dann werden wir gleich zum Finale übergehen. Viertes Rennen. So, wir sind in der Meisterschaft gerade 2 Punkte im Hintertreffen. So, was haben wir? 6.000 Credits. Nichts Besonderes. Ach, plus 6.000 nochmal. Ach, wegen VIP-Bonus. Ja, ich bin jetzt hier mit VIP ausgestattet, mit Carpack und sonstigem Zeug. Wir haben schon das erste Carpack draußen. Das Mobile One Carpack. Es ist ja richtig fies, kriegst du richtig Geldbonus, ist ja fast schon wie Cheaten, ey. Hätte ich das gewusst. Naja, egal. So, Boni bringt uns, glaube ich, im Moment noch nichts. Doch, wir können tatsächlich jetzt schon den Quatsch hier freischalten. Quatsch ist es nicht, dauerhaft 10% mehr EP bei der Abschlussveranstaltung. Werden hier zugeschüttet mit Rewards. Wahrscheinlich. Und so, ab geht's. Letztes Rennen der Sisteron-Meisterschaft. Danach geht's weiter zur nächsten Station. Dann einmal hier runter, würde ich sagen. Der Scheunenfund übrigens ist auch bereit, das ebenfalls im Multiplayer-Part passiert. Da auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Erster Part kam gestern, zweiter Part kommt heute noch. Übrigens heute noch insgesamt 3 Videos. Einmal im Angebot Race from Racing Experience mit leider etwas verkorkstem Sound. Da sind wir in Bathurst unterwegs. Am Mount Panorama mit dem Radical. Schönes Rennen gewesen. Aber wie gesagt, leider Sound ein bisschen verkorkst. Häuft sich in letzter Zeit so ein bisschen technische Probleme. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist ein bisschen der kleine Teufel manchmal drin. Und dann haben wir noch ein kleines Video, wo wir mal bei Test Drive in der Mitte 2 die Garage von der Annie zeigen. Die ganzen Fuhrpark. Ey, die hat so viele Autos. Ganz super Sportwagen und hast du nicht gesehen. Unglaublich. Und das steht der Mackie 79. Der verfolgt uns hier ohne Ende, sage ich euch. Der ist an jeder Ecke. Wartet er immer zu Anfang der Folge und ist dann in den Rennen auch dabei. Oh. Ja, jetzt müsste er wahrscheinlich auch der Lukas in der Folge mit dabei sein, denn mit dem bin ich jetzt auch hier befreundet bei, auf der Xbox. Deswegen denke ich mal, werden wir auf den Let's Play 5 hier auch nochmal treffen. Das Wetter. Na, dann mal her. Boah, das ist warm. Okay. Lol. Okay. Einmal durch die Kathedrale und da vorne sehe ich doch schon wieder was. Ich fahre hier schon wieder vorbei. Das kann nicht wahr sein. Da ist ein schönes XP-Schildchen. Das werde ich mir dieses Mal schnappen. Da gibt es 1000 Erfahrungspunkte. So, da vorne ist noch eins. Das steht da oben. Oh, da muss ich springen oder was? Guck mal, da steht hinterm Spiegel genau. Da oben steht's. Okay, müssen wir mal kurz mal gucken, wo hier die Rampe ist, wo man springen kann. Also da vorne... Auf jeden Fall schon mal nicht, glaube ich. Dann wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir hier mal ein bisschen Anlauf und schnappen uns auch diese EP-Tafel. So, das müsste... Mal gucken, ob das passt schon mit dem Anlauf oder ob ich noch mehr brauche. Einmal hier rüber. Ah, oh, doch. Haben wir es geschafft? Nee. Das ist doch... Ist es kaputt oder? Doch, ist zerstört, okay. Ist nur angebumst, aber wir sehen unten die Meldung, dass wir die EP-Tafel zerstört haben. Da gibt es wieder den nächsten Wheelspin. Mann. Ja, wann kann man den Club freischalten? Ey, das ist echt mal eine Frage, weil ich habe jetzt schon von einem Abonnenten gehört bei Facebook immer geschrieben, ja, wieso hast du denn noch nicht den Club eröffnet? Und auch in den Kommentaren natürlich. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt mal nach der Meisterschaft abwarten, ob es dann funktioniert. So, einmal 3000, leider ein bisschen wenig. Ja, wir können nicht immer Glück haben. Wir haben jetzt letzte 2 Autos bekommen im Wheelspin, deswegen da war ich eigentlich schon recht zufrieden. So, da vorne geht's zum letzten Rennen der Meisterschaft. Ich schalte schon mal zurück ins Cockpit. Ah, richtig geil, die Kathedrale hier. So, Bezzarina und dann ab die Post. Ja, Leute, wegen der Musik, der Kommentar mit dem ein bisschen lauter hat gewonnen. Ich werde es einen lauter stellen. Ich denke mal, dann können wir alle zufrieden sein, aber das mache ich dann nach dem Rennen jetzt.
erstmal das Finale. Jetzt erstmal konzentrieren, würde ich sagen. Wir müssen hier auf jeden Fall einen Sieg holen. Gelände, da dürfte unser 22B hier ganz gut dabei sein. Kleines Abschiedsrennen auch erstmal für den Boliden hier, denn den werden wir danach wahrscheinlich erstmal... Okay, du hast dich wirklich gut geschlagen. Mhm. Du musst nur noch das nächste Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. So, ich habe die Musik jetzt lauter gemacht noch einmal. Das war jetzt aber wirklich 4, ist jetzt Ende im Gelände, Schicht im Schacht. So, Rennveranstaltung geht los. Finale, 90s Rallye-Meisterschaft. Los geht's. Das heißt, es ist echt alles geben. Wenn ich gleich nochmal den Namen von dem Einläufer Tar sehe, dann weiß ich auch wieder, wer hier der Hauptkonkurrent in der Meisterschaft war. Mama. Das war, glaube ich, der Cossi da vorne, der Escort. Weil die ja sowieso, glaube ich, jedes Rennen irgendwie immer wieder andere Autos haben. Wir hätten ja auch mal ein bisschen wechseln können zwischen. Können wir ja den... Oh, das war jetzt nicht so gut. Da war ich ein bisschen zu weit rechts auf der Kante. Wir können ja in den... Da ist der Mackie schon wieder. Wir können ja in den Meisterschaften mal später variieren. Ich denke mal, die Meisterschaften werden vielleicht auch mal ein bisschen länger. So, die nehmen hier schon fleißig Schwung, die Jungs. Da geht's auch eng ins Nadelöhr, glaube ich. Oh, ne, ja, das war jetzt... das war etwas ein fehlerhafter Weg. Da müssen wir da hinten nämlich durch. Also der Marcel war es auf jeden Fall nicht, der die Meisterschaft anführt. So, wirklich ein ganz enges Feld, oder? Wir fahren hier einige woanders lang, oder was? Ach, tatsächlich. Wow. Erstmal hier die Streckenübersicht bekommen. So, also die, von den beiden war es auf jeden Fall keiner. So, wo fahren die denn jetzt lang? Kann man noch quer über den Acker fahren? Wieso fahren die denn da so weit außen vorbei? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Wie soll es rechts sein? Da vorne kann ich, glaube ich, nicht durch. Oder doch? Alles klar, geht auch. Relativ lange Strecke, wir sind gerade mal bei 34%. So, der vierte Gang war hier schon relativ richtig, da habe ich umsonst runtergeschaltet. Hier hängt der Bern quer über die Tiger. So, großartiges, sauberes Rennen. So, da kommt der Escort. Ah, der... Eieiei. Der Cossi hier. Also die bleiben echt immer gut dran. Also ich denke mal, die KI ist im Moment noch okay. Wenn ich mir nachher noch ein bisschen mehr eingefahren habe und auch... Ich meine, die Meisterschaft hat hier relativ eng begrenzte Strecken mit sehr viel Abzweigungen und so. Müssen wir mal sehen, wie das dann der nächsten läuft. Und wo uns das überhaupt hinführt. So, wir sind jetzt mitten in Cisteron wieder im Ort. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. So, wer ist ja da am Nacken? Ich mache hier mal links die Tür zu. Dann mal hier rüber. Position 1, 2. Hier wird gerade hart gefightet. Und da ist der Take 2. Auch das ist, glaube ich, nicht der direkte Konkurrent in der Meisterschaft. Das war ein anderer Name. Ich habe das noch so halb in Erinnerung. Aber wieso werden wir jetzt hier vernascht gerade in der Schlussphase? Das ist ein bisschen ärgerlich, dass der Shindicar da vorne, die Shindicar da vorne so Dampf macht. Wieder nur ein zweiter Platz hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, das ist übrigens hier kein Flieder, sondern, oh, das ist überhaupt nicht gut jetzt. Das ist so kurz vorm Ziel und da verlieren wir noch einen Platz. Oh, verlieren zwei Plätze, das kann doch nicht sein! Ja, das ist doof gewesen, aber da kann man, ja... Und das war übrigens... Wer ist denn hier jetzt der... Ah, der Andreas Bucki war das. Ja, nee, das lasse ich irgendwie sitzen. Ich muss das Rennen gewinnen. Das tut mir leid. Da müssen wir jetzt das erste Mal hier im Horizon 2 Let's Play auch mal ein Rennen neu starten. Ja, mal kurz vorm Ziel kann man nämlich auch keine Rückblende mehr ziehen. Das ist das Problem. Und da sind wir gerade mal unsanft in den Gegenverkehr geraten. Ah, macht nichts. Komm, ziehen wir das nochmal durch. Also auf den Andreas Bucki, auf den müssen wir achten. Das war's. Ja, es gibt schon so ein paar Driver-Tare, die... hauen da ganz gut durch, ne? Also ihr könnt mich auch nach wie vor gerne adden. Ein Missverständnis muss ich mal aufklären, und zwar das mit den Autogeschenken. Das gibt bei Horizon 2 leider nicht mehr. Das war ja bei Horizon 1 die Möglichkeit, da konnte man ja anderen Leuten Autos schicken. Leider nicht mehr möglich bei Horizon 2. Etwas schade, finde ich. Das war ja super, als wir dann immer eure Autos ausgepackt haben. War bei Horizon 1 mit der Annie. Boah, das wird aber knapp hier. Gerade so rumgekommen. Oh, da ist ein Loch. Ne, da kann man hochfahren. Oh. Boah, die gehen mal manchmal relativ unsanft miteinander um hier. Es gab auch mittlerweile schon einen ersten Patch. Ich weiß aber nicht, was der
gemacht hat. Auf jeden Fall hat die KI hier zumindest die Führenden gerade mal wieder diesen extremen Umweg. Aber ich weiß auch, warum die das teilweise machen, weil hier einfach so ein extrem böser Sprung ist. Jetzt jedenfalls, kann man hier durchfahren? Ja, tatsächlich, okay. So, wer ist das hier? Das ist immer noch der Mackie. Unser stetiger Begleiter hier. Und wir einmal den Garten umflügen. So, da vorne jetzt Schafe links. Hat die Vollbrich, aber wir sind umgekommen. So, da ist er. Lancia Delta. Ja, sehr selten kommt auch mal hier Straßenverkehr ins Spiel. Aber irgendwie, da fehlt mir einfach bei dem Subi, fehlt mir einfach irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er zieht. Ist einfach ein bisschen zu wenig, finde ich. So, nochmal in den Ort. In der Hoffnung, dass es diesmal hier ein bisschen besser läuft. Das war haarscharf wieder. Also stabil liegt, der lässt sich auch super lenken, aber hier... Wer ist das? Wow. Da haben wir eigentlich gerade mal sehr böse... in die Wand gedrängelt, aber das ist ja auch ziemlich heftiges Racing. So, da links gehen sie wieder vorbei. Ich lasse mich hier diesmal nicht so überrumpeln. Der eine ist jetzt davor. Der Mackie kommt hier auch, drängelt hier auch hinten. Aber ich lasse mich hier doch nicht... Wow. Ich lasse mich doch hier nicht vernaschen, oder was? Kurz vom Ziel wieder ab durch den Flieder hier. Ne, ist doch kein Flieder. Was war es denn nun? Gemeine Zieleinfahrt ist das hier. So, wir sind aber durch. Wir haben es geschafft, ey. Holla, die Waldfee. Du machst dir langsam richtig einen Namen. Das war aber auch ein ziemlich fieses Finish da vorne. So, auf jeden Fall haben wir genug Punkte gesammelt, dass wir jetzt tatsächlich die Meisterschaft auch insgesamt gewonnen haben. Das war mein Wunsch hier. Meine Herren, wir müssen uns wirklich am Lappen reißen. Drei Meisterschaften, drei Siege. Ein perfekter Start. Weißt du, die letzte Person, die ihre ersten drei Meisterschaften gewonnen hat, war... Das war Ben. Ich. Oh, kein Zufall. Gut gemacht, Mann. Okay. So, ja, der Lubaro ist ganz schön lediert, ne? Egal, wir haben es geschafft. Noch 12 Meisterschaften sind übrig. Wir haben schon 10 Folgen, Leute. Könnt ihr das hochrechnen, ne? Das wird schon eine ganze Menge sein. So, in der 11.000 Credits. Ja, mittlerweile sind wir schon, schon relativ reich, ne? 339.000 Credits, da können wir uns schon ein ordentliches Auto von kaufen. Aber wir müssen mal gucken jetzt nächste Meisterschaft, wie viel wir da investieren müssen. Und welche Meisterschaften überhaupt verfügbar sind. Und fast wieder der nächste Levelaufstieg. Nice. Beim Rivalenrennen kannst du dein Können mit dem deiner Freunde vergleichen. Du kannst außerdem noch etwas Geld einstreichen. Versuch's mal. Nee, danke dafür. Jetzt müsste ja eigentlich theoretisch wieder ein Schaurennen anstehen und ich weiß auch schon, was da kommt. Und damit wird unsere erste Autotour diesen Sommer fast vorbei. Ich muss noch eine letzte Sache erledigen, bevor wir zurück zum Festival für die Preisverleihung heute Abend fahren. Triff mich hier. Ey, das ist so super episch. Das habe ich schon beim Mango gesehen, bei Domestic Mango. Dieses Schaurennen gegen den Zug, mega. So, gerade mal einen Schluck genommen hier. Ja, das ist mega geil, da freue ich mich jetzt drauf, da fahren wir sofort hin. Ja, wie gesagt, Scheunfund haben wir, den Renault Alpine, den werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Hier sind ein paar XP-Täfelchen, die mir so ein bisschen ins Auge stechen gerade, aber auch die werden wir uns noch holen. Erstmal würde ich sagen, ab zum Schaurennen, zum Train in Vain. Go, go, go. Ja, wenn wir gleich mit einem Lancia Fulvia fahren. Jenny hat das auf ihrem Spiel schon auch schon gemacht. Danach ist wirklich wieder alles blind bei mir. Seine Position ist auf dem GPS markiert. Oh, ein Topfahrer. Na gut, ich lass mich da jetzt nicht ablenken. Open World Spieler haben ja so diese Angewohnheit, dass sie dich immer irgendwo ablenken wollen. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht ablenken und mache jetzt hier das schöne Schaurennen gegen den Zug. Gegen den Zug fährt man ja auch nicht alle Tage. Jawohl. Da ist er. Der Lancia Fulvia. Da ist der Zug. Mega geil. Ja, genau dieser Lancia. Du musst eine längere Strecke zurücklegen als der Zug. Aber es gibt kein besseres Auto für diese Strecke als den Fulvia. Ja. Der Fulvia ist ein richtig schöner Klassiker. Ein richtig schöner Rallye-Klassiker. Und genau dieses Auto steht bei mir vor der Haustür. Es hat irgendein Mensch in meinem Umkreis hier. Der dieses Auto...
richtig schöner Oldtimer, richtig geil, genau in Rot in dieser Farbe hier mit so einem Rallye Monte Carlo Aufkleber vorne dran. Hi Ben. Danke fürs Durchwinken. Ab geht's. Da ist der Zug. Also der Kleine macht auch ganz gut Dampf. Natürlich so ein Oldschool-Fahrzeug hat jetzt nicht die super mega krasse Leistung, aber wie schön das hier aussieht, dieses Holzlenkrad, diese Armaturen, einfach herrlich. Ja, was ein bisschen so auf meiner Wunschliste steht, ist auf jeden Fall mal ein Cabrio, beziehungsweise ein Roadster irgendwie mit offenem Verdeck, da hätte ich mal Bock drauf, dass wir mal damit rumfahren. Und natürlich auch noch mehr ein bisschen hier das Flair zu genießen einfach, das Mittelmeer und Frankreich-Italien-Flair. Hier kann man relativ gut abkürzen, den Abschnitt. Da ist der Zug direkt an uns vorbeigerauscht. Das vibriert hier schon, wenn du unter der Brücke durchfährst. Richtig cool. So, sehen wir ihn gleich nochmal. Da vorne fährt der Zug. Geil, dieser Rauch aussieht. Ich muss nicht mit dem Schalten vergessen. Wir müssen hier auf dem Schotterweg dem Zug ein Schnippchen schlagen. Im Moment sind wir vor dem Zug gewertet, Position 1 von 2. Mit 180 geht es hier hoch. Auf der Schotterstraße. Links und rechts hier die Zypressen. Was für schöne Bilder. Wir sind relativ spät auf der Bremse gewesen, kommen hier aber gerade noch so rum. Jetzt haben wir auch was Falten, ein bisschen mehr Grip, aber hier geht es gleich wieder links auf den Schotter. Man kann hier, glaube ich, relativ viel abkürzen, so wie es aussieht. Ich habe das noch nicht so ganz in vollen Zügen genutzt hier. Ich kann hier relativ viel über den Rasen. Aber das wird auch so reichen. Ja, die haben wir verpasst. Komm, da müssen wir wirklich mal die Rückbände ziehen. Der hätte ich viel früher links einlenken müssen. Schon, ich habe gerade einen Radiosender gewechselt. Ich fasse mal den gleichen Fehler, egal. Das muss irgendwie reichen, Sattel bin. So, wo ist unser Radiosender? Ach, der geht gar nicht in dem Auto, was ist denn da los? Egal, aufs Rennen konzentrieren jetzt, die letzten Meter sind entscheidend hier bei diesem Schaurennen. Ja, ich krieg dich, du Hogwarts Express. Weil der Zug so laut ist, vergesse ich immer zu schalten, weil ich den Motor nicht höre. Mensch, oh. Enge Brücke. Ach du heiliger Bimbam, das reicht doch im Leben nicht mehr. Oh Gott, da ist der Zugwagen. Schön eng nehmen hier, das doch, es reicht. Ich denke, das geht sich aus, jawohl. Zug haben wir. Ciao. Sehr gut. Also das war wirklich schön. Das beste Rennen, das ich diesen Sommer gesehen habe. Ja, war echt cool. Also sehr, sehr cooles Event, muss ich sagen. Schönes Schaurennen. Ich freue mich auf die nächsten. Bin mal gespannt, was man da noch so antritt. Bei Horizon 1 waren es ja oft diese Flieger, ne? Vergeblicher Zug, ja. So, jetzt sind wir auch im nächsten Levelaufstieg, den nächsten Wheelspin. Wir haben jetzt 4 Wheelspins an der Folge. Hoffentlich kommt noch was Fettes raus. Ein neuer Wheelspin. So, auf jeden Fall dieses Mobile One Car Pack, wie gesagt, habe ich jetzt auch drauf. Und die Autos werden wir uns im Let's Play auch dann anschauen, jeweils zu den ganzen Car Packs mal. Oder Sonderfolgen machen. Je nachdem, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch da wünschen würdet. Einzelne Reviews zu den Car Packs können wir natürlich auch machen, wenn das dann gewünscht ist. Ja, 4,99 € muss jeder selbst entscheiden, ob er da bereit ist, Geld auszugeben für DLC-Autos, die ja jetzt auch so früh nach Release schon kommen, ne? Naja. Das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Diese DLC-Politik hat sich jetzt so durchgesetzt, ne? Egal welchen Publisher, welchen Entwickler, das gibt's einfach. Es wird auch schwer aufzuhalten sein, diese Entwicklung, weil einfach die Leute es auch kaufen, ne? Naja. Ganz schwieriges Thema. So, ich bin gespannt. Jetzt müsste eigentlich ja die nächste Meisterschaft freigeschaltet sein, beziehungsweise uns der Ben mal sagen, zur nächsten Autotour. Nächster Ort. Leute, Innovative Leisure wurde gerade auf die Liste der Radiosender gesetzt und sollte jetzt verfügbar sein. Ja, wir schalten hier nach und nach die ganzen Radiosender frei. Drum and Elektro hier, ein bisschen Electric stand da. Es war ein echt langer Eröffnungstag für euch da draußen auf der Straße. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Wir fahren
Zurück zum Horizon Festival. Na, das ist natürlich easy, weil wir könnten uns ja eigentlich normalerweise teleportieren, aber das ist jetzt nicht freigeschaltet. Das heißt, wir müssen tatsächlich fahren. Gut, auf dem Weg nehmen wir uns natürlich die EP-Tafel mit. Hoffentlich. Wir können jetzt auch keine eigenen Ziele mehr setzen. Wir müssen jetzt zur Autotour fahren. Zurück zum Festival, zum Hauptort des Festivals. Ja, tatsächlich, ich bin ganz froh, dass wir das Radio doch ein bisschen lauter wieder gemacht haben, weil jetzt verstehe ich auch ein bisschen besser, was die da so erzählen. Jetzt ist bloß die Frage, das EP-Täfelchen da vorne, wo steht denn das genau? Steht das hier unter der Brücke? Dann kann ich es mitnehmen, ansonsten müssen wir da nochmal später zurückkommen. Ja, ich kann nicht mitnehmen, alles klar, super. So, ich denke mal, das ist jetzt die letzte Tour mit unserem Subaru. Erstmal danach wird es wahrscheinlich auch wieder neue, wow, Autos geben. Ah, der bremst wie eine 1 jetzt, ne? Wir haben ja ein bisschen da mit dem Tuning rumgespielt. Jetzt hier gerade so ein kleiner Lotus 211 ist es, glaube ich, ne? Ja. Überholt. Ich denke mal, der wird so ein Subaru auch ganz gut vernaschen normalerweise. Ist ja ein Leichtbau ohne Gleichen, ne? So, einmal zurück zum Horizon. Auf jeden Fall eine Straße, die wir bisher noch nicht gefahren sind. Ja, jetzt so nach 10 Folgen muss man einfach mal resümee-technisch sagen... Wow, Horizon 2, das haut mich so richtig weg. Ich finde das Handling auch super. Es macht mit dem Gamepad auch sehr viel Spaß. Ist super angenehm aufzunehmen. Sehr abwechslungsreich. Sehr, sehr schöne Autos dabei. Also das freut mich wirklich sehr, dass wir das haben. Also Kuh hat sich ja ein bisschen jetzt verspätet. Beziehungsweise verspätet sich bis in den Dezember. Aber ich denke mal, wir sind auch mit Horizon 2 jetzt, was Spiele solcher Art angeht, so ein bisschen arcadisch, so ein bisschen open-worldig. Ja, ganz gut unterwegs. Ganz gut versorgt. Und dann würde ich sagen, ich mache hier auf dem Weg, auf halbem Weg zum Horizon Festival in diesem BMW hier vorne mal ein kleines Päuschen und würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Forza Horizon 2, nächste Meisterschaft. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Bis dann und schau mich von P1TV.